Mathe zum Beispiel braucht man halt öfter Geodreieck oder einen Zirkel und das passt halt dann, wenn das Mapper schon voll mit Stiften ist, dann passt es halt nicht immer rein. Und dann haben wir uns gedacht, wir könnten mal doch so ein vergrößerbares oder verkleinerbares Mäppchen machen, das man halt dann je nach dem Gebrauch anpassen kann. Ganz am Anfang haben wir erstmal Jeansstoff genommen und haben den dann in die passende Größe geschnitten. Und zwar haben wir 22 cm mal 13 genommen. Das mussten wir natürlich doppelt nehmen, weil wir ja auf der anderen Seite es auch gebraucht haben. Und wir haben dann an der Seite alles zusammengenäht, bis auf hier haben wir freigelassen, um dort eben den Reißverschluss hineinzunähen. Das ging sehr schwierig, aber musste man halt dann per Hand machen. Dann hat man hier einen Reißverschluss, der ganz Machst du mal auseinander komplett ging, weg? einen Teil an der rechten Seite befestigt und den anderen an der linken, dass man dann, wenn man eben das zweite Mäppchen auch braucht, aneinander machen kann und man hier dann auch das zweite Teil hat, wo man eben halt auch noch andere Sachen hineintun kann.